Ja, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Wir kümmern uns heute um den Fleischgang unseres Weihnachtsmenüs. Und da habe ich gedacht, es kann weiterhin klassisch bleiben und habe mich für eine Entenbrust entschieden. Und um jetzt nicht lange sozusagen in der Küche zu stehen und einen Entenbraten zu machen, der stundenlang im Ofen vielleicht verweilen muss, sondern alles so ein bisschen zeitlich einzudämmen und dass man wirklich Zeit mit der Familie verbringen kann, mit den Gästen und nicht nur in der Küche steht. So, und zu dieser wunderbaren Entenbrust werden wir eine Portweinsoße machen, also auch ganz klassisch mit Basis von Entenfond, dann etwas Rotwein und Portwein natürlich. Das Ganze lasse ich in einer Kasserolle reduzieren, zusammen mit etwas karamellisiertem Zucker, wird nachher mit kalter Butter gebunden, wie sich das gehört. Und das ist sozusagen perfekt mit dieser Ente zusammen und auch mit dem Wein, den wir dafür ausgewählt haben. Die Karotte wird geschält und wird in der Pfanne angehen lassen. Bisschen Akazienhonig dazu, die Fenchelsaat, ein bisschen Muskatnuss. Das gibt wirklich eine ganz tolle, runde Geschmacksrichtung. Gutes Stück Butter und dann ist die Karotte zufrieden und wir werden es auch sehr genießen. So, unsere Entenbrust, die ritze ich jetzt kreuzweise ein. Einfach mit einem scharfen Messer. Die Haut sollte eben eingeritzt sein, aber nicht das Fleisch darunter. Weil so kann das Fett dann wunderbar ausbraten. Und vor allen Dingen verzieht sich die Brust dann nicht so. Wenn wir die ganz lassen, dann wölbt sich das oft. Und das ist dann schwierig, dann haben wir kein schönes, gleichmäßiges Ergebnis von der Röstung. So, ein scharfes Messer ist dann natürlich das A und O. Man sieht es hier sehr schön, also rautenförmig eingeschnitten. Das Ganze werde ich jetzt schön mit Salz und Pfeffer würzen auf der Hautseite. Dann gebe ich das in die Pfanne, direkt sozusagen kalte Pfanne, dass das Fett langsam anfängt auszubraten und sozusagen auch im eigenen Fett braten kann. Das heißt, es ist überhaupt kein zusätzliches Öl mehr nötig. Und ja, wenn die Haut knusprig ist und braun, dann geht das Ganze in den Ofen, um dort in Ruhe fertig zu garen. So, die Soße. Jetzt sieht man schon, dass es alles sehr schön reduziert ist. Da arbeite ich jetzt noch ein paar eiskalte Butterstückchen mit ein. Es gibt dem Ganzen nochmal eine schöne Bindung und einen Glanz. Und natürlich rundet es auch geschmacklich die ganzen Spitzen ab, die jetzt vielleicht durch die Säure des Weins entstanden sind. Es harmonisiert sozusagen diesen ganzen wunderbaren Portwein-Weingeschmack mit der Entenfond. So, genau, man sieht auch schon, es bindet jetzt noch ein bisschen stärker. Herrlich. Genau, und wir sind schon bereit fürs Anrichten. Hier habe ich meine Karotten, die glasierten, mit Fenchelsaat und Akazienhonig und natürlich unsere Entenbrust. Damit fangen wir jetzt an. Die hat jetzt auch noch einen Moment geruht. So, ich würde sagen, das ist schon mal sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Soße weiter. Und natürlich unsere Karotten. Das glänzt hier alles richtig herrlich. Dazu können wir uns jetzt ein schönes kleines Püree noch auf die Seite geben, kleinen Schälchen. Ich finde es immer schön, wenn der Teller nicht zu voll ist mit zu vielen verschiedenen Sachen, sondern dass man das so ein bisschen aufgeräumt hat. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, was unsere Sommeliers für schönen Wein ausgesucht haben dazu und lassen uns diesen Ententeller schmecken.